Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Ilka Radziwill, ich sage jetzt mal, das ist jetzt ein bisschen Klippschulenniveau, was wir nach 2,5 Jahren erreicht haben. So lange reden wir über dieses Thema. Und jetzt, liebe Ilka Radziwill, höre ich, Herr Chaya ist sehr bemüht seit einiger Zeit. Schön. Das Lageso muss fit gemacht werden. Wir reden aber schon seit Jahren darüber, dass die gar nicht ausreichend Personal haben. Und wir haben vor etwa 7 Monaten einen ähnlichen Antrag diskutiert. Der war von den Piraten. Und jetzt haben die Grünen noch mal sowas vorgelegt. Damals hat uns Herr Krüger erklärt, der wird ja sicherlich gleich noch mal zu Wort kommen, dass es gute Anfänge gibt bei der Aufklärung der Ungereimtheiten, bei der Vergabe der Flüchtlingsunterkünfte. Ich habe mir Ihre Rede noch mal angeguckt, müssen Sie auch mal lesen. Die Innenrevision würde jetzt ermitteln, der Landesrechnungshof sei eingeschaltet und eine Vorverurteilung sei nicht angemessen. Das fand die SPD auch. So, jetzt liegen uns die ersten Ergebnisse vor. Jetzt konnte man auch viel in der Presse lesen. Und wenn man sich die ganzen Unterlagen angeguckt hat, dann weiß man, viel Falsches stand da nicht drin. Also nach 2,5 Jahren stehen wir immer noch vor den gleichen Fragen. In der Zwischenzeit kann man die Fragen noch konkreter formulieren. Es ist gar nicht mehr die Frage, ob dem Land Berlin ein Schaden entstanden ist. Es ist die Frage, wie hoch ist dieser Schaden? Es stellt sich so insgesamt die Frage, wer hat eigentlich von wem wie viel Geld bekommen und warum eigentlich? Zu dem allem haben Sie nichts gesagt. Die Kollegin Radziwill würde gerne eine Frage stellen, will mich nicht einmischen, aber wenn Sie sich immer meldet, mache ich auch nervös. Ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, aber wenn Sie schon darauf hinweisen, dann frage ich Sie jetzt einfach ganz direkt, ob Sie eine Frage zulassen. Ja, selbstverständlich. Frau Kollegin. Dann bitte, Frau Radziwill. Sehr aufmerksam, liebe Elke Breitenbach. Ich würde doch gerne mal wissen, liegen Ihnen die Empfehlungen, die Handlungsempfehlungen und die Ergebnisse der Wirtschaftsprüfer nun vor? Weil Sie reden so, als wenn bestimmte Behauptungen schon bestätigt und begründet sind. Und ist es denn nicht sinnvoll, ein bisschen hier auch auf die gemeinsame Beratung am 22.06. zu warten? Das ist in weniger als ein paar Tage. Na, der vorliegende Antrag der Grünen, um den geht es ja. Der hebt überhaupt gar nicht darauf ab, wie die Zukunft gestaltet werden könnte. Das sind übrigens alles Anträge, die haben Sie von den Piraten, von den Grünen und von uns schon seit 2,5 Jahren vorgelegt. Die haben Sie alle schon versenkt. Hier geht es um die Frage, was ist denn eigentlich schiefgelaufen und wie kommt man jetzt zu dem Punkt zurück, wo man rechtmäßig handelt. Das ist der Punkt der Grünen, das war auch der Punkt der Piraten. So, nochmal zu den Flüchtlingsunterkünften. Also wenn wir jetzt noch 60 Flüchtlingsunterkünfte haben, Herr Gerstler hatte irgendwie im letzten Ausschuss gesagt, an die 70, aber wir haben 22, das haben Sie eben gesagt, die gar keinen Vertrag haben, 11 haben keinen gültigen Vertrag. Liebe Frau Radziwill, es hat sich die letzten Jahre nichts geändert. Und jetzt komme ich zu Herrn Krüger, weil ich hoffe, er nimmt darauf auch noch mal Stellung. Herr Krüger hat gesagt, dass wir unbedingt die Ertüchtigung landeseigener Immobilien brauchen und die Container. Warum? Weil Herr Krüger, das hat er letztes Jahr gesagt, weil wir die Wintersituation meistern müssen. Herr Krüger, jetzt haben wir Sommer und jetzt gucken wir uns mal an, wie Ihr Herr Chaya die Wintersituation gemeistert hat. Grandios. Die Flüchtlinge erbärmlich untergebracht in Turnhallen. So, und Ihre dollen Container, diese Blechbüchsen, stehen bis zum heutigen Tage nicht. Und von der Ertüchtigung der landeseigenen Immobilien wird immer viel geredet. Jetzt habe ich, glaube ich, gelesen bis 2017, aber wenig gemacht. Bei der Handlung insgesamt ist noch viel Luft nach oben. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die Grünen uns einen Antrag vorlegen,
mit der Überschrift »Die Praxis der rechtswidrigen Vergabe bei Flüchtlingsunterkünften soll beendet werden«. Wenn wir mit einer völligen Selbstverständlichkeit einen solchen Antrag beraten, der nichts anderes aufzeigt als Wege, wie man Gesetze einhalten kann, dann ist das der nächste Punkt des heutigen Tages, wo wir den Tiefpunkt dieser Koalition erleben. Und bis zum heutigen Tage haben wir, Herr Chaya, Sie haben es immer noch nicht geschafft, Ihre Koalition klatscht Ihnen aber immer noch Beifall, ein transparentes Vergabeverfahren zu entwickeln. Sie haben es immer noch nicht geschafft, verbindliche Standards, mit dem muss man auch gar nicht reden, der hört nicht zu, aufzustellen und entsprechende Kontrollen auszuführen. Das alles wurde uns zugesagt, das alles liegt nicht vor. Und die Koalition sagt immer noch, na, müssen wir mal gucken und mal gucken, was passiert. Es wird einfach nichts passieren. Und ganz zum Schluss, Kollegin Bayram, mit Blick auf Ihren Antrag, Sie haben es angedeutet, will ich Sie noch mal zitieren. Und ich finde, das müssen wir tatsächlich bei Ihrem Antrag denn auch noch mal diskutieren. Sie haben mal darauf verwiesen, dass die Auflösung eines Vertrags Probleme aufwerfen kann. Das haben Sie dem Kollegen Reinhardt damals gesagt. Und dann sagten Sie, ich zitiere, denn all die Pflichtverletzungen muss man nachweisen. Und dann müssen die Nachweise noch vor Gericht Bestand haben. Haben Sie gerade auch gesagt, das müssen wir uns denn genau angucken. Da sind wir denn auch wieder mit der Kollegin Radziwill an einem Punkt. Und von daher freuen wir uns jetzt auf die großen Aufklärungen, die wir die nächsten Wochen gemeinsam betreiben werden. Ja.